Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen Destiny 2, die Priesterin der Dunkelheit Kampagne. Und dabei begeben uns jetzt natürlich wie immer hin, sammle auf dem Cadmus Mörkampf Flecken der Dunkelheit von Gefallenen, um ihre Pläne zu ergründen. Präzisionstodesstöße gewähren die höhere Chance. Gut. Auf den Sparrow und ab in die Richtung. Wir sind dieses Mal schlauer. letztes Mal sind wir hier unten hier runtergefallen, aber nicht gestorben. Ganz wichtig zu sagen, wir haben uns noch gerettet. Und ja. So. Jetzt sind wir dort. Und haben hier direkt ein paar Gegner. Okay. Fleck der Dunkelheit, ihr habt's gesehen. Den haben wir jetzt gesammelt. Ach, die da sind's. Fahren wir gleich mal hinterher. So. Die wollen nicht, aber der hier möchte. Hier natürlich erledigt. Weiter geht's. Diese Richtung wollte ich. Da sind ein bisschen mehr Gegner. So, hier sind die Schnellbälle. Wunderbar. Okay. Als nächstes da oben. Jawohl. So. Dann nehmen wir doch hier gleich das da mit. Ups. Wir wollen nicht Sparrow fahren. Wir wollen diese Aufgabe hier parallel machen. Wir werden unsere Feinde stärker. Vollstrecke ihr Urteil. Maris wird dich gut bezahlen. Wunderbar. Also, weiter geht's. Hier kommen schon die nächsten. Sehr gut. Oh, das war gewastet. Ach so, diese Kiste. Hat mich gerade irgendwie irritiert, diese Anzeige. Okay. Da sind aber auch schon wieder Gegner. Der da auch. Dieses Mal holen wir uns zu. Erst die Schneebälle. Und dann wird eliminiert. So. Und da oben wird jetzt wieder eine Gruppe rausgelassen. Das war jetzt aber die Kill-Aufgabe. Oh, die Priesterin der Dunkelheit. Befreie das geflüchtete Gefallenenschiff. Allerdings machen wir eine ganz andere Aufgabe. Wir spielen nämlich hier. Nee. Wir spielen die Priesterin der Dunkelheit. Sorry. Natürlich spielen wir nicht das. Genau.
Die Priesterin der Dunkelheit. Also, befreie das geflüchtete Gefallenen-Skiff. Machen wir. Ups. Oh oh, oh oh. Oh, der Sparrow hat schon gebrannt. So, los geht's. Die andere Aufgabe machen wir natürlich nebenbei. Logisch. Aber das da machen wir hauptsächlich jetzt hier. So. Wo ist das Schiff? Stell mich mal hier hin. Sieht doch gut aus. Allerdings. Was muss ich tun? Befreie das Schiff. Wie evakuieren wir das? Der gehört auf jeden Fall zur Aufgabe. Ah, das hängt hier fest. So, jetzt verstehe ich. Ich habe den vorhin nämlich auch dran stehen sehen. So. Und es ist an mehreren Stellen festgebunden. Da hinten muss ich Gegner besiegen. Okay. Der ist aber stark. Also da bin ich jetzt mal richtig überrascht. Hey, bist du mal weg? Ich wollte nicht auf den Sparrow, nur um es mal zu festzuhalten. So. Okay. Aus sind auch alles orangene Gegner. Sender aktivieren. Okay, wir haben den Sender aktiviert. Das ist hoffentlich gut. So. Das sind normale Aufgaben. Allerdings hier, aha, ist noch ein weiteres Gerät. Schneeball machen. Manipulieren. So. Ja, jetzt habe ich nämlich keinen mehr. Ah, aber da kommen schon die nächsten Gegner. Boah. Ich bin taub. Habt ihr das gerade gehört? Da war was mit dem Ton nicht ganz. Weil ich kurz nicht da war. Müssen wir natürlich hier die Kleinen zuerst wegmachen. Hoppla. Ah, wir haben Unterstützung. Sehr schön. Vielen Dank.
Sender deaktivieren. Ah ja, der konnte nicht besiegt werden. Okay. Gut. Wir brauchen unser nächstes Ziel. Das befindet sich da drüben. Okay. Los geht's. Ja, noch ist die Stasis nicht meine Lieblings-Super, muss ich ganz klar gestehen. Auch wenn ein paar coole Sachen dabei sind. Wenn man die Schneebälle dauerhaft haben könnte, das fände ich gut. Nachladen. Der wäre weg. Aber hier haben wir noch den Bomber. Schnell. Ja, okay, okay, okay. So, die hier noch. Und da haben wir noch einen großen. Hier war ja von allen Seiten Beschuss. Und hier stehen auch noch welche. Ja, Wahnsinn. Da ist noch mehr Rot. Entschuldigung. Ja gut, den brauchen wir nicht. Okay. Aber wir haben es geschafft. Sender deaktivieren. Was passiert jetzt? Das Schiff ist frei und entkommt. Ja, jetzt ist weg. Und dann? Schiff evakuiert. Informiert Mithrax. Deine Freunde sind unterwegs. Schließe die Imperiumjagd, die Priesterin der Dunkelheit ab. Kriedis besiegen. Okay. Welche Richtung? Welche Richtung? Diese Richtung. Alles klar, volle Kraft voraus. Am besten wir verfolgen die Aufgabe. Ah ne, wir sind schon da. Wir sind schon da. Sehr schön. Da geht's los. Die Priesterin der Dunkelheit. Yes. Das ist unsere Aufgabe. Und der stellen wir uns jetzt. Schön. Den blauen Mist natürlich wieder zerlegen. Wir wollen nicht zu voll werden. So. Geht's gleich los? Ich wäre bereit. Jawohl, das klingt gut. Vorwärts. Zerstören. Aber Kredis suchte sich einfach eine andere Göttin. Sie sehnt sich nicht nach Macht, sondern nach Sinn. Und sie sucht ihn. Oh, da müssen wir rein. Dürfen wir jetzt rein? Ah, hier. Hier müssen wir rein. So. Meine Güte, das hat irgendwie nicht geklappt. So.
schnell den Schneeball nehmen. Euer Kell schläft, aber sie ist nicht tot. Die Dunkelheit bringt ein weiteres Geschenk. Das Mittel, um sie aus ihrem Schlummer zu wecken. Sie aufwecken? Das kann nicht sein. Eravis Kell hat euch nicht verlassen. Eravis Kell hat gerade erst begonnen. Okay. Wird in einem Sturm aus Blut und Eis zurückkehren. Ich habe so das Gefühl, dass ich diese Aufgabe bereits kenne. Und wir das zusammen auf dem PC gespielt haben. Da hatte ich noch kein Crossplay aktiviert. Auf meinem Steam-Account direkt. Wäre möglich. Ja, ihr zwei hört immer auf jetzt. Kommt noch mehr. Ich gehe mal weiter. So, da haben wir ein paar Kills gemacht. Eine gut platzierte Rakete ist doch immer was wert. Das ist ja witzig. So. Nehmt das, ihr Schweine. Ja, hier ist auch was los. Ah, der geht sogar. Ne? Wir machen das jetzt einfach mal mit der Schrotflinte. Soweit es geht. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich der leere Fan. Jetzt müssen wir es eben so machen. So. So, wir greifen an. Schön. Gut. Das wär's gewesen. Wir sind leider munitionstechnisch ein wenig aufgebraucht. Hier haben wir noch jemanden. Und du da. Gut. Sucht Eravis Kell nach mehr Wissen über die Dunkelheit. Okay. Sie bekennt sich zu ihren Geheimnissen. Sie reist durch ihre glorreichen Tiefen. Und sie wird nicht als Kell zurückkehren. Kreedis hat eine bisschen komische Stimme. Muss ich sagen. So, ja genau, diese Arena ist mir bereits bekannt. So, wir gehen hier nämlich nach oben, um die Scharfschützenstreber auszuschalten. Die machen viel Schaden. Aber wir kriegen sie trotzdem mit einem Schuss weg. Das ist immer schön. Ja, die Granate ist nicht schlecht. Muss man schon sagen. So.
nachladen. Der springt ganz schön viel. Das weiß ich auch noch. So. Jetzt geht's da unten auf. Und wir laufen weiter. Die Dunkelheit. Jawohl. Visionen von Ära Miskel. Sie ernennt mich zu ihrer Eskorte aus der Tiefe. Finde Kridis. Ein wahrer Hüter kann mit jeder Waffe gefährlich sein, würde ich mal behaupten. Um Eramis zurück ins Leben zu bringen. Eramis Kell, ja. Das werden wir nicht zulassen. So, der da oben ist weg. Ist aber auch gefährlich, das heißt, das war schon wichtig. Ja, sag mal. Jo, du bist nicht Kridis. So, wir laden einmal alles nach. Sehr schön. Weiter geht's. Jawohl, wir können kämpfen. Der nimmt aber gut Schaden. Wahrscheinlich verlässt er sich hauptsächlich auf seine Verteidigung. Aber das ist ja gut für uns. So. Wir können weiter. Munition gab es leider keine. Oh. Willkommen, Brut der Verrätermaschine. Hast du hier, um dem Aufstieg einer Kürze zu Ja, eigentlich sollten wir mit Feuer angreifen, sag ich mal. Jo, das war doch nicht schlecht. Allerdings sehe ich jetzt hier ein Schutzschild. Und ich vermute mal, wir müssen jetzt hier die... Servitoren wegmachen. Ich wollte schon Schweber sagen. Natürlich sind das keine Schweber. Ich habe die Mechanik jetzt raus. Wir müssen zum einen in Bewegung bleiben, damit wir nicht allzu oft hier von dem Eis angegriffen werden. Was aber an sich schon machbar ist. Wir dürfen nur nicht gefroren werden, wenn wir gerade im näheren Gefecht sind. Ansonsten sieht das doch ganz gut aus. So. Und da hier jetzt auch ein bisschen Munition rumliegt, können wir auch mal die Schrotflinte benutzen. Jawohl.
So. In Deckung nachladen. Diese Schilde hier sind ganz praktisch. Okay. Kredis wird auch bald weg sein. Das hatte ich befürchtet, dass wir jetzt eingefroren werden, während wir springen. Ganz doofe Idee, aber das war gerade auch vom Timing her. Jo, und von vorne. Aber jetzt wissen wir schon von vornherein, wie es funktioniert. Das sind noch kleine Gegner hier. Okay. Oh nein, immun, aber trotzdem Schaden genommen. Das ist natürlich mysteriös. Wir können auch versuchen, hier jetzt immer zu Fuß zu laufen. Das wäre die sichere Variante. Da können wir keinen Schaden anrichten, habe ich das Gefühl. Schade. Wäre ja eine Idee gewesen. Jo, die machen gut Munition. Das ist schön. Und wieder hier der Nachschub an Kämpfern. Wir müssen jetzt noch auf die andere Seite. Hälfte der Energie ist weg. Schnell befreien. Dann können wir auch springen. Und da kommt der nächste Angriff. Ah, also doch nicht so schnell. So, super. Friert zurück ein. Schnell nachladen. Sehr schön. Also an sich komplett planbar hier. Unsere Super ist auch gleich wieder geladen. Also beziehungsweise unsere Granate. Entschuldigung. Das meinte ich. Das war jetzt hier es ist vorbei. Der Kopfschuss. Dann alle. Da haben wir getroffen. Miss Leutnants. Ihr gesamter Rat. Die Herrschaft des Kelts der Dunkelheit. Gut. Ist beendet. Oh, das war jetzt aufregend. Dank dem Hüter. Aber im Tod wird Eramis
bis zum Mythos. Unsterblich. Ja, sowas ist natürlich schlecht. Ihr Vermächtnis wird weiterleben. Neue Champions werden in ihrem Namen aufsteigen. Das ist wahr, ja. Wir müssen stets wachsam bleiben. So. Können wir nicht kaputt machen. Wir reisen zu Varix. Da ist Varix, die Priesterin der Dunkelheit. Oh, wir können derzeit nicht reisen. Ah ja, okay. Na gut, wir reisen schon automatisch. Ab nach unten. Das ist aber eine witzige Stelle, wo sie einen da hinsetzen. So, jetzt dürfen wir aber. Okay. Ah, das wird wahrscheinlich die Stelle gewesen sein, wo wir gestartet sind. Das würde... wäre logisch. So. Los, los, los. Ich möchte mit Varix sprechen. Erzähl. Die Elixni sagen, aus dem Staub eines alten Kells erhebt sich ein neuer. Wie ein Phönix. Immer. Es wird nicht mit Kredis enden. Die dunkle Macht wird weitere anlocken. Die Elixni werden zerbrechen, neue Häuser gründen, neue Ambitionen. So wie es immer war. Komm zu Varix. Erfahre, was Varix weiß. Okay. Zusammen werden wir über Europa wachen. Es gibt immer einen nächsten Kampf. Das ist wahr. Die Priesterin der Dunkelheit. Varix ist erleichtert, dass du Kredis Pläne durchkreuzen konntest. Doch er warnt dich, an ihrer Stelle werden sich neue Anführer erheben. Von nun an kann er dich bei weiteren Verteidigungen Europas gegen die ehrgeizigen Elixni-Feinde unterstützen. Dafür kriegen wir einen Bogen, beißende Winde. So. Alte Geheimnisse, neue Herausforderungen. Seit deinesgleichen in die Tiefsteinkrypta eingedrungen ist, sind alte Geheimnisse zum Vorschein gekommen. Etwas saugt Energie, das vorher nicht da war. In der Bray Exo-Wissenschaft. Untersuche, ja. Nehmen wir an, das wird eine neue Aufgabe sein. Hier haben wir die Imperium-Akten. Und hier die Sabotage. Da können wir noch was aktivieren. So. Gut. Alles klar. Das nehmen wir auch. Moment. Zack, zack, zack. Gut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim nächsten Video. Bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und ja. Bis bald.